Hey ho Leute und willkommen zu einem Vlog-Info-Video. Vlog in dem Sinne, weil ich versucht habe, das hier, was ich jetzt hier versuchen werde, also was ich jetzt hier euch gleich alles erzählen werde, habe ich schon versucht als Vlog aufzunehmen. Nur das Dumme ist, da wo ich es aufgenommen habe, schien der Wind doch etwas lauter zu sein, sodass man mich am Ende kaum gehört hat. Also ja, letztendlich bleibt es mir eigentlich nichts anderes übrig, außer hier euch das und alles zu erzählen, was ich auf dem Vlog auch erzählt habe, was etwas umständlich ist, weil ich gedacht habe, ich muss das nicht nochmal erzählen. Aber okay, gut. Ja, wie man sieht, ich habe eine neue Frisur. Wer mir auf Twitter folgt, hat das schon länger gesehen. Ich finde sie super, sie ist einfach nur ein bisschen so kürzer und ansonsten wieder in dieselbe Richtung. Und ja, ich benutze kein Gel oder Spray, deswegen ist bei mir eigentlich fast auch jeden Tag Bad Hair Day. Ja, worum geht's eigentlich wirklich? Im Titel habt ihr wahrscheinlich schon irgendwas der Art gelesen. Was war mit mir los? Ja, das hat alles schon länger angefangen, dass ich etwas unter Lernstress und ja, allgemein schulischen, arbeitsmäßigen Stress ausgelegt war und relativ wenig Zeit hatte für YouTube-Videos zu machen. Allgemein, ja, jetzt hat fragte ich, aber PB, du hast doch ab und zu mal was gebracht. Ja, wenn ich wirklich die Motivation und die Zeit gehabt habe, dann ist natürlich auch was gekommen, aber es ist sehr oft der Fall gewesen, dass nur Pokémon Clash of Gyms gekommen ist, weil das irgendwie gezwungenermaßen am Samstag hochgeladen werden sollte. Also bin ich dazu irgendwie gezwungen, dass ich mich irgendwie hinhocke und das aufnehme. Ja, und die anderen Sachen waren recht spontan, also sehr spontan gehalten. Und ich hatte da auch sehr viel Zeit und wirklich die Motivation noch gehabt, irgendwas zu machen. Aber ja, es war schon länger so, dass ich halt heimgekommen bin und kaum Motivation gehabt habe oder Zeit gehabt habe, irgendetwas noch aufzunehmen oder zu bearbeiten oder zu rendern. Sogar nachts bin ich einfach mal früher ins Bett gegangen als sonst wo. Oder ja, ich war einfach kaputt. Ich konnte einfach nicht mehr. Und ich habe schon gewusst, irgendwas muss ich ändern, weil als ein Video, ein normales Video mal wieder gekommen ist, oh mein Gott, du lebst, kam mal wieder so ein Kommentar. Und so etwas freut mich, wenn irgendjemand von euch so etwas bemerkt, dass wieder mal schöne Videos kommen und so. Aber das war, ist einfach mies. Und in letzter Zeit geht bei mir einfach privat einfach sehr viel ja, drunter und drüber, weswegen ich auch sehr viel Zeit deswegen beanspruchen muss. Und deswegen kamen auch in letzter Zeit so gut wie gar keine Videos. Also ich musste privat einiges klären, einige Probleme beseitigen und das nimmt halt sehr viel Zeit in Anspruch und Kraft. Und da geht die Motivation auch leider dahin, aber ich habe mir gedacht, zuerst kläre ich das und dann schaue ich wieder, dass ich mit YouTube-Videos mal wieder vorankomme. Und ja, in letzter Zeit hatte ich auch wirklich, um ehrlich zu sein, Lust und Zeit gehabt, Minecraft-Videos mal wieder zu zocken. So Bed Wars, Skywars und was weiß ich was. Ich habe auch ein paar Sachen aufgenommen. Nur ist mir eine Sache dann aufgefallen, dass ich, weil ich mein Mikrofon umgesteckt habe auf einen anderen Slot, hat er wieder auf die normale Lautstärke, wie ich im Skype-Gespräch war, eingestellt. Deswegen haben sie auch gesagt, du bist irgendwie lauter und ja, es war irgendwie komisch und deswegen habe ich es erst im Nachhinein gemerkt, dass ich zu laut aufgenommen habe. Und deswegen sind auch ein paar Störgeräusche zu hören, wie ich zum Beispiel übersteuere und ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, aber ich schaue, dass ich das irgendwie rausschneiden kann. Ja. Den Rest musste ich leider löschen, weil das war nicht mehr zu gebrauchen. Das war einfach zu laut, zu viel geschrien, was weiß ich was. Bei dem anderen ist es eher ein Best-of gewesen. Zum Glück waren es nur die zwei Videos, aber ja, ansonsten hatte ich wirklich oft Bock gehabt, irgendwas in Minecraft aufzunehmen. Aber entweder waren da Abfucker, Camper, Hacker oder Teamer. Und so etwas, das hat mich einfach, so etwas hat mich einfach nur ausrasten lassen. Und da hatte ich einfach wirklich gar keinen Bock mehr, irgendetwas aufzunehmen davon. Und das war einfach mies. Aber ja, das soll sich jetzt in nächster Zeit mal alles ändern. Ich habe mir sehr viele Gedanken, während ich
irgendwie auch neben dem Privaten auch die YouTube-Sachen auch klären wollte, weil nachts zum Beispiel lag ich wach und konnte nicht aufnehmen, weil es war einfach zu spät. Und bearbeiten wollte ich um die Zeit irgendwie nicht. Also es war irgendwie komisches Hin und Her. Also bin ich im Bett gelegen und habe mir einfach Gedanken über YouTube, über meinen Kanal und was weiß ich was alles gemacht. Und ich habe gemerkt, ich bin sehr weit abgedriftet von dem, was ich am Anfang gemacht habe. Also nicht nur ganz am Anfang, ich meine auch, wo ich mit Julian, also BM zockt, und mit Johnny und mit Greeny Battlecraft aufgenommen habe. Das war eine wunderschöne Zeit und ich würde wirklich einfach alles dafür geben, dass nochmal so etwas kommen würde. So ein Gruppenprojekt, wo wir einfach relaxen können, spielen, Spaß haben können. Und es ging um Spiel und Spaß. Und ich möchte mal wieder auf die normale Schiene gehen, möchte mal wieder regelmäßiger Bad Wars aufnehmen, Skywars. Klar, ich habe auch ein paar spezielle Sachen im Kopf. Aber für mich in erster Linie dient es der Unterhaltungszwecke und dass ich mit anderen mehr wieder in Kontakt kommen kann und mit den Abonnenten eine Connection auf erstellen kann. Keine Ahnung, wie man das nennt, ich weiß es nicht. Ja, ich schaue jetzt einfach, dass ich einmal die Woche irgendeinen Minecraft-Spielmodus irgendwie bringe, also Bad Wars, Sky Wars, irgendetwas. Wenn ich es schaffe, dann wird täglich irgendetwas kommen, was unterschiedlich ist, aber verlasst euch nicht drauf. Wie auf meinem Kanal-Info steht ja der Upload-Plan. Und das ist nur ein Upload-Plan. Das heißt, nur zu diesen Zeiten würde was kommen. Das heißt nicht, dass wirklich jeden Tag was kommt. Aber ich will schauen, dass mindestens einmal die Woche irgendwas Minecraft-mäßiges kommt. Dann wieder irgendetwas von meinen Konsolen her soll irgendetwas mal wieder kommen. Ich habe da schon eine Lösung wegen meinem PC, weil er recht laut ist. Dann mit 3DS-Projekten habe ich auch ein paar Ideen am Laufen. Und Pokémon Super Mystery Dungeon wird natürlich auch laufen. Und ja, ich will langsam schauen, dass ich wieder zur Normalität zurückkehre, so wie es am Anfang bei mir war. Dann habe ich jetzt zum Beispiel Mr. Morgame. Mr. Morgame schaue ich sehr gerne an und ich habe jetzt letztens ein Video von ihm angeschaut, wo er solche Adventure Maps gespielt hat, beziehungsweise irgendwie eine Redstone Map, wo man irgendwie mit Minecart rumcruisen sollte. Und da hat er etwas erwähnt, dass irgendwie die Horror-Maps schlimmer geworden sind, weil man jetzt so viele Sachen einbauen kann, wie zum Beispiel auch wirkliche Jumpscares und so. Früher haben mich so viele Leute angeschrieben, Pibi, du musst mal Horror-Maps spielen, Pibi, spiel mal Horror-Maps. Und ich habe ein paar Offscreen mal gespielt, um zu schauen, wie die drüber kommen. Das war nicht gruselig, da konnte man nichts einbauen, da waren einfach nur plötzlich, dass irgendwie ein Monster erschienen ist oder ein Creeper oder sonst was oder plötzlich Explosion oder irgendwie ein Geräusch, was man irgendwie rein implementiert hat, aber ansonsten war da gar nichts. Und jetzt kann man wirklich Jumpscares einbauen und zwar richtige Jumpscares, so mit URL-Links und das ist einfach super. Und ich werde schauen, dass ich vielleicht auch so etwas mal wieder bringen werde, je nachdem wie es ankommen würde. Terraria. Ich liebe Terraria. Ich will auch wieder zu dem Standard zurückkommen, dass ich es wieder bringe. Mit Maggie und Ronan muss ich halt nur einen Termin ausmachen. Ronan hat nämlich zurzeit noch seine Abschlussprüfungen. Und dann könnten wir eigentlich wieder getrost weitermachen. Denke ich mal. Oder schon davor. Ich weiß nicht, wie er sich die Zeit nimmt. Aber ich will schauen, dass ich auch mal wieder die Trivia Terrarias bringe, weil mir hat das sehr viel Spaß gemacht, die Informationen rauszusuchen für euch. Und sehr vielen hat das auch geholfen. Und jetzt hat mit meinem Know-how und meinen Skills und mit meinen Sprachkenntnissen werde ich auch schauen, dass ich es natürlich multilingual bringe, damit auch jeder was davon hat. Ja, ich werde schauen, dass ich einfach allgemein mehr Videos bringe, die auch mein Interessen nach vorne bringen sollen, weil irgendwie überlege ich mir, das Spiel, das könnte sehr gut ankommen und dann versuche ich es und dann so. Ich bin mir nicht sicher. Zum Beispiel Molecraft. Ich habe es am nächsten Tag, soweit ich weiß, veröffentlicht und ja, es haben einfach viel zu viele Leute sofort Molecraft aufgenommen, hochgeladen und haben natürlich Views kassiert. Das ist klar, das ist super und ich sollte endlich mal aufhören, so etwas zu versuchen, immer der Erste zu sein und einfach nur das aufnehmen, was ich Lust habe. Wenn ich Bock habe, irgendwie ein Minecraft-Tutorial zu machen, dann sollte ich das auch machen und nicht schauen, dass ich irgendwie der Erste bin, sondern einfach nur schauen, ob es das schon gibt oder
falls es jemand gebracht hat, dass ich jetzt etwas anders bringe und ja, einfach nur nach meiner Art das rüberbringe, weil ich möchte jetzt nicht immer so sein, dass ich immer als Erster alles raushaue. Besonders jetzt mit meinem Zeitdruck und mit meinen anderen Problemen werde ich jetzt eh nicht mehr schauen, dass ich irgendwie als Erster irgendwas raushaue. Ich habe zwar einige Specials geplant, aber ja, ich lasse mir da immer noch Zeit und wenn ich denke, ich bin mit einem Special fertig, dann bin ich fertig, dann kommt es auch und dann, ja, dann schaue ich das, wie es bei euch ankommt und werde dann dementsprechend mehr oder weniger bringen. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal irgendein Minecraft-Modus Lucky Skywars auf RandyMC spiele. Und sagen wir mal, es kommt sehr gut an, es kriegt 15, 20 Likes und einige Views und ihr sagt, PB, das ist Töfte, bring einfach nochmal sowas, das wäre geil. Und dann merke ich, euch gefällt auch sowas und dann werde ich auch natürlich auch versuchen, so etwas öfter zu bringen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich wieder irgendwie so Agar.io in Minecraft versuche, irgendwie so etwas zu spielen und es gerade mal irgendwie so 2, 3, 4 Likes bekommt oder 5 und keine Kommentare oder kaum welche dazu, dann weiß ich, das kommt nicht gut bei euch an und dann lasse ich das einfach mal. Also ich werde jetzt öfter mal solche Testvideos bringen, eventuell mit Steam solche Reviews machen, je nachdem, ich habe nämlich noch sau viele Spiele davon und ja, in nächster Zeit sollte sich einiges ändern, besonders in YouTube-Sinne sollte sich jetzt einiges ändern. Ich werde schauen, dass, wie gesagt, täglich wieder viele verschiedene Videos kommen sollten. Viele ist relativ gesehen, je nachdem, wie viele ich auch schaffe. Aber Terraria, wenn wir wieder viel auf Lager haben, natürlich täglich, weil da muss ich mich nur einmal hinsetzen. Also wenn wir es frisch aufgenommen haben, dann muss ich mich nochmal nur kurz drüber setzen und alles nochmal anschauen. Das ist leider meine Aufgabe, weil ich kann nicht während dem Aufnehmen einfach immer Notizen machen, das geht schlecht. Ich muss nochmal alles drüber schauen und dann weiß ich, ah, okay, gut, da hatte ich eine Idee, dann werde ich dann da was einblenden oder irgendwie einen kurzen Cut machen oder irgendwie sowas. Aber das ist dann, je nachdem, wie lange wir aufgenommen haben, auch in dieser Zeit dann erledigt. Ich muss das nur alles dann bearbeiten, rendern, schmeißen und alles auf geplant hochladen und das war's. So ist es ungefähr mit meinen 3DS-Let's Plays auch so und ein paar andere Let's Plays bestimmt auch. Also das bekomme ich schon wieder hin, wieder in meine Normalität reinkommen. Ich hoffe, ich schaffe das. Mit eurer Hilfe bestimmt. Ich will nämlich nicht, dass irgendwie mein Kanal ausgestorben ausschaut, weil ich einfach Ewigkeiten nichts mehr gebracht habe. Ich will einfach schauen, dass ich irgendwie wieder zur Normalität zurückkehre. Wie gesagt, ich war einfach jetzt in letzter Zeit sehr gestresst und hatte kaum Zeit. Letztendlich muss man selber schauen, was man macht. Man sollte das machen, was einem Spaß macht. Und wenn man natürlich sich total reinhängt, dann kann man das auch schaffen. Wenn du zum Beispiel, du, ein Unterwäschemodel sein willst, dann musst du einfach nur deinen Körper trainieren, soweit ich weiß. Und ja, dann sollte es schon klappen. Also, da steht eigentlich nichts im Weg, außer ihr schaut so aus wie ich. Ja, den hässlichen Spast will keiner als Unterwäschemodel haben. Nee, aber ohne Schmarrn. Wenn ihr meint, ihr wollt das und das machen, dann haut euch einfach rein und ihr schafft das. Und so werde ich das jetzt auch noch machen, nach meinem Prinzip. Und dann werde ich schon irgendwie wieder nach oben kommen, also wieder mehr mit den Views und mit der Abonnentennähe, weil jetzt hat im Vergleich zu früher habe ich kaum Abonnentennähe mehr und das will ich auch wieder reparieren. Und Leute, das war jetzt ein sehr langes Infovideo. Falls ihr irgendetwas dazu zu sagen habt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Falls ihr irgendetwas loswerden wollt, wie zum Beispiel, das passt mir nicht, PB, halt's Maul, verpiss dich, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, ja. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, Leute. Falls ihr irgendwas loswerden wollt oder irgendetwas Bestimmtes sehen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare unten drunter und wir sehen uns einfach bei irgendeinem Video wieder. Haut rein, meine lieben Styler. Tschüss, euer PB-Style. Haut rein.